Wenn man sich fragt, wo die Kraft für Innovation herkommt, dann kommt sie ja sehr oft nicht nur aus dem Problem heraus, sondern aus der Fähigkeit, Probleme mit einer technischen Lösung verbinden zu können. Also einschätzen zu können, was an Lösungsmächtigkeit in einer bestimmten Technik drinsteckt. Das gilt auch für künstliche Intelligenztechniken. Und ich sage absichtlich künstliche Intelligenztechniken, weil es ja nicht die eine KI ist, sondern sehr viele Ansätze, verschiedenste Aufgaben zu lösen. Texterkennung, Spracherkennung, gesprochen, Bildkategorisierung, Textzusammensetzung, Bildschaffung, Reaktion auf Umweltzustände. Das sind alles Herausforderungen und Anforderungen, die man an KI-Systeme stellen kann. Und wenn man jetzt weiß, was solche KI-Systeme können, also die Kompetenz hat, zu beurteilen, ob es prinzipiell möglich ist und dann auch noch die Fähigkeiten hat, es tatsächlich zu tun, dann kann man natürlich viel mehr in neue Bereiche vordringen, neue Lösungen liefern und das nennen wir dann üblicherweise Innovationskraft. Also die Verbindung ist ganz groß und sie ist deshalb so groß, weil es gerade bei der neuen Nutzung von Techniken spannend ist, wer die Ersten sind. Der TUM Campus Heilbronn hat sich ja die Tagline gegeben for the digital age. Und das heißt, dass wir Studierende, junge Menschen auf eine Zeit vorbereiten wollen, wo die Nutzung von digitalen Techniken ganz normal ist, fast schon nicht mehr erkannt wird. Und insofern ist für uns die Teilnahme am KI Campus wichtig, denn diese Technologien, dieses Wissen weiterzugeben, nicht nur in dem klassischen Stil von Vorlesungen, Übungen und Seminaren, sondern auch in großer Form, in vermittelter Form, ist für uns eine spannende Herausforderung. Ist auch deshalb spannend, weil man dabei lernt, die Inhalte, die man hat, nochmal anders aufzubereiten, nämlich for the digital age, also für eine Zeit, in der das Lernen nicht nur an bestimmten Orten, sondern vielleicht das Üben an bestimmten Orten und das Lernen woanders passiert. Man kann sich ja zwei Fragen stellen. Wo kann man KI einsetzen? Und dann nochmal präzisieren, wo kann man KI in der Hochschulbildung einsetzen? Und wenn man sich Hochschulbildung anschaut, dann hat die ja Learner-Aspekte, also Lernende und Lehrende. Dann hat die Umsetzungsaspekte und Vorbereitungsaspekte. Dann hat die Prüfungsaspekte und Übungsaspekte. Und ich glaube, in all den Teilbereichen finden wir Aufgaben, die nicht nur Wissensvermittlung sind, sondern vor allem auch Aufgaben, die sich damit beschäftigen, das auf das Individuum, die einzelnen Personen und deren Verhaltensweisen zu personalisieren. Nicht notwendigerweise, weil man Namen und Adresse und solche Daten hat, sondern weil man aus dem Lernverhalten schließen kann, was es für Lernertypen sind. Oder aus dem Übungsverhalten schließen kann, wo die Probleme liegen. Und wenn man das in Verbindung bringt mit der Beobachtung, dass heute viel kürzere Feedbackzeiten gefragt sind. Also ich will gleich wissen, ob das stimmt oder in welche Richtung das geht. Ist es natürlich wunderbar, wenn solche Coaching-Verfahren mit KI unterstützt werden können. Das heißt jetzt nicht, dass wir schon alle da sind, aber das heißt, dass man sich ja genau das Üben von Tätigkeiten, das wiederholte Durchmachen von verschiedenen Fragestellungen so unterstützen kann, nur als ein Beispiel. Die beliebte Frage, wie wird man kompetent? Meistens durch Lernen und Üben. Selbstwirksamkeitsvermutung, das ist ja sozusagen die individuelle Sicht auf die eigenen Kompetenzen, entsteht eigentlich durch Training und Anwendung. Beides ist wichtig. Das Training ist sozusagen das Verständnis schaffen und das Anwenden, das Einüben dieses Verständnisses, sodass es dann zur Verfügung steht, wenn man es braucht, ohne Nachschlagen sozusagen. So, wie kommt man jetzt an KI-Kompetenzen dran? Ja, zum einen, indem man auf, wie heißt das schön, Lernmaterial zurückgreifen kann, das erprobt ist, das nicht mit, wo man davon ausgehen kann, dass die Aussagen stimmen, nicht gerade mal schnell zusammengechattet worden sind, sondern dass diese Aussagen stimmen, dass sie hinterfragt werden können und man vielleicht auch noch tiefer dahinter schauen kann, also einen Deep Dive dazu nehmen kann. Und wenn diese Lerninhalte noch in Fassungen oder in Granularisierungen kommen, die relativ klein sind, die aber in so Learning Journeys abgebildet werden können, hat man es viel einfacher, sich das herauszusuchen, was man gerne braucht, wenn man weiß, was man braucht, oder dem klassischen Pfad zu folgen, wie ihn alle anderen auch gehen würden. Dann ist das nicht so personalisiert. Und ich glaube, das ist das, was bei dem Kompetenzerwerb durch den KI-Campus wirklich wichtig ist, diese verschiedenen Wege
aufzuweisen, also auch tatsächlich nutzen zu können und damit für große Verbreitung zu sorgen. Das ist eine tolle Frage, denn nach so einem tollen Festival muss man auch eine tolle Antwort geben. Wer zu einem Festival geht, erwartet Neues, erwartet Anregungen und die hat man hier wirklich bekommen. Spannende Beiträge, kurz, nicht so elendlang und gleichzeitig aber ganz verschiedene Sichten. Diese Vielfalt macht sie eigentlich aus. Und wenn so viele über Zukunft nachdenken, kriegt man richtig Lust drauf, die Zukunft der Universität zu gestalten. Und vielleicht geht es ein bisschen anders, als man ursprünglich wollte, aber doch mindestens besser informiert.